Hallo und einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich komme heute zu euch mit einem kleinen, Gedankengang zu einem Bericht, den ich gerade eben gelesen habe, denn heute fiel mir diese neue Ausgabe der Cosmopolitan in die Hände. Ein sehr interessanter Bericht steht da drin, und zwar nennt er sich Bloggerin, die neuen Stars, wie Frauen im Netz Karriere machen. Der Bericht ist, finde ich, generell interessant. Es gibt ein paar Gedankengänge, die ich dazu habe, die ich aber dann nachher noch, auf die ich nachher eingehen möchte. Und zwar kurz mal umrissen, es werden so ein bisschen die Erfolgsgeschichten einiger Blogger erzählt, überwiegend aus den USA oder England, aus allen Bereichen von Mode über Beauty bis Kochen sind einige darin. Zum Beispiel wird darin berichtet über Elin Kling aus Schweden, die mit ihrem Blog wohl sehr erfolgreich geworden ist. Sie sagt mir selber jetzt nichts, allerdings ist sie auch aus dem Modebereich. Da habe ich jetzt nicht so viel mit am Hut. Ich bin jetzt nicht so der Modeblog-Leser. Ich bin ja eher im Beauty-Bereich da tätig. Und zwar ist es so, dass sie durch ihren Blog, den sie vor einigen Jahren begonnen hatte, mit dem sie innerhalb von 2 Tagen wohl zum Star aufgestiegen ist, sie hat es wirklich so weit gebracht, dass sie ein eigenes Printmagazin hat, ein Modelabel und hat sogar für H&M schon entworfen, was ja für eine Bloggerin wirklich ein großer Schritt ist. Also hier sind Sachen drin, da denke ich mir schon gut ab. Also Respekt, die Mädels, die haben es echt weit gebracht. Finde ich wirklich, wirklich interessant. Dann wird noch über Emily Weiss berichtet, die mit ihrem Blog Into the Gloss auch sehr bekannt geworden ist und sehr beliebt. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, allerdings lese ich auch weniger internationale Blogs, außer jetzt durch meine Moore-Gruppe, in der ich jetzt bin. Da habe ich schon ein bisschen angefangen, ein bisschen internationaler zu gucken. Allerdings gucke ich doch eher auf den deutschen Blogs nach. Sehr interessant fand ich einige Aussagen in dem Bericht, und zwar, also wie gesagt, es wird sehr viel über die Erfolgsgeschichten dieser Mädels erzählt und für meinen Geschmack ein bisschen wenig über zum Beispiel, ja, was ich mir halt erhofft hätte, vielleicht so kannst du mit deinem Blog erfolgreicher werden, das könntest du noch machen oder so Sachen halt, das hätte mich halt interessiert. Weil natürlich, auch wenn man es als Hobby macht, man möchte halt mit seinem Blog Erfolg haben, indem man halt Leser hat, Kommentare bekommt, mit anderen kommunizieren kann, seine Interessen teilen und einfach ein gewisses Maß an, ich sag jetzt mal, normalem Erfolg haben. Also ich zum Beispiel peile jetzt nicht die 5000 Leser-Marke an, weil ich denke, ich bin da Realist. Ich bin froh mit meinen Leserleads. Wenn welche dazu kommen, freue ich mich tierisch drüber. Zum Glück gehen bei mir nur selten welche. Also ich habe eher eine konstante Leserzahl, das ist schon mal sehr schön. Aber wie gesagt, gerade in diesem hart umkämpften Markt des Beauty-Blogs ist es doch recht selten, dass man wirklich von 0 auf 5000 oder so ansteigt. Sind wir mal ehrlich alle, das ist wirklich sehr, sehr schwer und sehr harte Arbeit. Diesen Punkt fand ich ein bisschen untergegangen zu erwähnen, dass Bloggen halt, auch wenn man es hobbymäßig betreibt, wirklich viel Aufwand bringt, viel Arbeit ist und dass man damit wirklich, also es ist wie so ein kleiner Vollzeit-Nebenjob sozusagen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es gab vereinzelt mal Zitate in dem Bericht. Moment. Ein Tipp, den fand ich sehr, also es gab schon, ein Mädel hat halt gesagt, das fand ich sehr, sehr interessant, und zwar, ich zitiere mal, die ehemalige Projektmanagerin in einem großen Architekturunternehmen sah das Bloggen von Anfang an als richtigen Job an. Ich zitiere auch, als ich noch nur 5 Leser hatte, versuchte ich so zu schreiben, als hätte ich 5000, erzählt Becker. Und sie fing an, sich mit anderen Bloggern zu vernetzen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, Kommunikation mit anderen Bloggern, zum Beispiel Vorstellungen. Einfach mal verlinken, wenn man einen interessanten Blogbeitrag bei jemand anderen sieht und so ein bisschen füreinander werben, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon ganz wichtig, allerdings das wurde hier nur angerissen. Ich finde das Denken an und für sich von ihr wirklich sehr gut.
Also, ich denke mal, wer bloggt, der sollte nicht schüchtern sein, so nach dem Motto, ach ja, ich habe 5 Leser, ich schreibe jetzt mal nichts. Also aus 5 Lesern können da schon durchaus 50 oder mehr werden, wenn man lange genug dran bleibt. Also wie gesagt, das Denken fand ich halt sehr interessant. Was ich halt auch interessant fand, an dem Bericht hier steht, und ich zitiere wieder, Blogger haben mittlerweile mehr Macht als Mainstream-Medien, sagt Barnes, damit die befasst wurde. Wir sind freier, schneller und näher am Geschehen. Das ist ein wirklich interessanter Punkt, der eigentlich auch schon stimmt heutzutage. Blogs haben tatsächlich, wenn sie denn groß genug sind, wirklich die Macht, zum Beispiel Leute zum Kauf von Produkten zu bewegen oder auch davon abzuhalten, neueste Trends aufzudecken oder auch Trends zu machen. Das auf jeden Fall. Da sehe ich allerdings die Chancen im Style Blog-Bereich oder im Musikblog-Bereich etwas besser als im Beauty-Bereich. Also sehe ich persönlich so. Und das stimmt schon. Also die Zeiten haben sich echt gewandelt. Es ist wirklich interessant, dass zum Beispiel, also ich sehe es an mir selber, ich lese lieber ein bisschen über Kosmetik auf anderen Blogs, als dass ich mir wirklich mal ein Heft kralle und da drinne rumstöber, weil wirklich die Blogs zum Beispiel für alle, ich sage jetzt mal nur als Beispiel die Preisklasse alleine. Also nicht jeder kann sich, wie hier in den meisten Magazinen dargestellt, von Yves Saint Laurent eine Mascara leisten, die keine Ahnung wie viel Euro kostet, oder von MAC oder sonst wo. Und auf Blogs hast du halt die Möglichkeit, wirklich zu ver da gibt es Vergleiche zwischen teuren Marken, günstigen Marken. Du siehst zum Beispiel, wenn du sagst, oh, meine Preisklasse ist, keine Ahnung, Essence, Catrice oder Pipapo, kannst du halt gucken, findest du auch genügend Informationen, und sowas fehlt zum Beispiel in den Printmedien sehr, sehr häufig. Da findest du selten Empfehlungen oder Tests oder so Sachen, beziehungsweise die Blogs sind einfach ehrlicher auch, also meiner Meinung nach, weil die Leute kaufen sich die Sachen, also wirklich die meisten von uns, ich sehe es an mir selber, ich gebe ein Heidengeld für Kosmetik aus und teste das und kann anderen so helfen, ihre Meinung zu bilden, beziehungsweise ich sag auch, oh, das ist blöd an dem Produkt, das ist gut an dem Produkt und so Sachen. Und das findest du in Printmedien eben nicht. Da wird halt wirklich gesagt, oh, das ist der neueste Trend, das ist der neueste Schrei, es ist super, hol's dir, es kostet 50 Euro und so. Und das ist halt eher die Schiene der Printmedien. Und da haben die Blogs dann schon wirklich mehr Macht erlangt, weil es eher nah am Leser dran ist, als manche Magazine es sind. Und da wurde hier auch geschrieben, zum Beispiel, ich zitiere, Blogger schreiben persönlich und urteilen subjektiv, genau das macht sie glaubwürdig. Finde ich sehr, sehr gut, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Allerdings wird dann auch gleich wieder so ein bisschen Kritik hinterhergehangen. Und zwar geht es darum, wie die Firmen auf die Blogger reagieren, dass Firmen Blogger sponsern, dass Firmen Bloggern Produkte zuschicken zum Testen. Zum Beispiel wird hier erzählt, also ich zitiere mal wieder, viele Zitate heute, ich weiß, sorry. Blogger zu hofieren ist heute für den Erfolg einer Marketingkampagne mindestens so wichtig wie großflächige Straßenanzeigen zu schalten. H&M schickt vor dem Start jeder Designer-Kollaboration Pakete mit Kollektionsteilen an die Netzprominenz. Man hört schon Netzprominenz, also nicht jeder kleine Blogger kriegt was. Wobei dann im nächsten Satz steht, das finde ich auch wieder lustig, auch weniger bekannte Bloggerinnen werden inzwischen mit Probepackungen überhäuft. Hallo? Wo sind meine Probepackungen? Ich erwarte jetzt als kleine, unbekannte Bloggerin meine ganzen Probepakete. Nein, Scherz beiseite. Also die Realität sieht ein bisschen anders aus. Und zwar kommt es immer auf die Firma selber an. Es gibt Firmen, da habe ich auch, glaube ich, in den ganzen Bloggergruppen in letzter Zeit so ein bisschen gemeckert. Zum Beispiel MAC ist bei mir gerade das größte Beispiel. Als kleiner Blogger hast du eben nicht bei den meisten Firmen keine Chance. Es ist so. Solange du unter 500 oder 1000 Lesern bist, wirst du teilweise rigoros ignoriert. Das ist schon eine Frechheit. Und zwar nicht, wenn es um Produkte geht oder so. Nur mal als Beispiel. Mit der kommenden Limited Edition von MAC, dieser Archie's Girls Kollektion, die ich unbedingt haben will, habe ich MAC angeschrieben und einfach nur gebeten, ob sie mir Bildmaterial zur Verfügung stellen können, dass ich dafür eine Preview schreiben kann auf meinem Blog. Ich habe mitnichten um Produkte gebeten oder gebettelt. Ich habe einfach geschrieben, ich interessiere mich sehr für diese Limited Edition. Ich liebe sie und ich würde wirklich gerne
drüber schreiben, möchte aber legale Bilder von euch benutzen. Also ich meine, hallo, ich war ehrlich, ich könnte mir die ganzen Bilder aus Google raussaugen und wäre dann wahrscheinlich im grauen Bereich der Rechtslage, wegen Urheberrechten und sonst was. Und ich habe keinen Bock gehabt, dass Mac mir den Arsch wegklagt und habe einfach höflich gefragt, ob man mir Bildmaterial und vielleicht Informationen wie das Veröffentlichungsdatum oder so nennen kann. Zuerst hieß es, meine Mail sei nicht angekommen, dann sollte ich nochmal hinschreiben und dann kam gar nichts mehr. Also die haben sich meinen Blog angeguckt, da gehe ich mal von aus, gedacht, ach, die ist so klein, die entspricht nicht unseren Wünschen hin und her, die ist wertlos, so nach dem Motto. Gut, sollen sie machen, wie sie meinen, aber nur mal als Beispiel, es kommt wirklich immer auf die Marke drauf an. Zum Beispiel blogge ich auch sehr gerne und ich benutze auch sehr, sehr gerne die Produkte der Firma Make-up Store und zwar ist das eine nordische Marke, die dort ungefähr wirklich mit Mac gleichzustellen ist. Hier in Deutschland noch eher unbekannt, noch nicht so verbreitet. Es gibt genau ein Geschäft. Auf jeden Fall, die Mädels sind so bloggerfreundlich, das habe ich selten erlebt. Ich bekomme da wirklich Unterstützung mit Infomaterial oder auch Produktproben mal. Oder wenn ich Fragen habe, ich darf die Bilder benutzen oder mir rausziehen, wie ich sie gerade brauche. Bin da relativ aktuell auch mit den ganzen Informationen und ich habe auch schon mal mit den Mädels gesprochen und jetzt zum Beispiel inzwischen ist auch zum Beispiel Maggi auf die Mädels aufmerksam geworden, also auf die Marke aufmerksam geworden oder andere große, die ja weitaus viel mehr Leser haben als ich jetzt zum Beispiel und trotzdem werde ich als kleine Bloggerin noch ernst genommen, unterstützt und natürlich, ich meine, gut, eine Hand wäscht die andere. Ich kann tolle Produkte testen, drüber schreiben, ob jetzt kritisch oder lobend wird da jetzt nicht unbedingt drauf gepocht, schreibt was Positives, sondern wie es halt kommt. Und trotzdem werde ich dafür vorgenommen. Und das ist wirklich was nicht bei jeder Firma, zum Beispiel Clinique ist auch so ein Fall. Clinique ist auch in meinen Augen nicht bloggerfreundlich und es ist auch eine der größten Marken ever. Jedenfalls finde ich das ein bisschen, also für Laien, sage ich mal, die sich nicht mit dem Bloggen beschäftigen oder selber nicht bloggen, klingt das jetzt wirklich so nach dem Motto, ja, die ganzen Blogger, egal ob groß, ob klein, die kriegen jetzt alles. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der bei mir entsteht. Und die Gefahr von diesen Sätzchen, ich meine, ich will da natürlich jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Es ist natürlich jetzt, der Fokus liegt halt mehr darauf, die Erfolgsgeschichten zu erzählen, das muss man schon sagen. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass diese zwei, drei Sätzchen, so ein bisschen diese Diskussion, Blogger kriegen alles, nein, Blogger kriegen eben nicht alles, wieder so ein bisschen anfacht. Das sehe ich so ein kleines bisschen als Kritikpunkt. Und dann ist noch ein sehr interessanter Satz gefallen, und zwar von Susi Menkes, hier steht die Grande Dame des Modejournalismus, findet das heikel, also in Bezug auf Produkte testen und hin und her. Und zwar sagt sie, viele Blogger tun so, als seien sie komplett unabhängig, sagte sie in einem Interview. Dabei würden Blogger unentwegt gefüttert mit Produkten, über die im Anschluss positiv berichtet werden soll. Finde ich sehr interessant, die Aussage. Auf der einen Seite, natürlich ist man, wenn man Produkte testen darf, was heißt abhängig? Abhängig finde ich so hart. Man hat halt wieder was, worüber man schreiben kann. Also ein bisschen, man bekommt halt quasi wirklich Material, über das man berichten kann. Das ist wirklich super. Allerdings wird es hier so ein bisschen dargestellt, als wären die Blogger wieder käuflich. Also ich persönlich fühle mich nicht käuflich. Da kannst du jeden fragen, wenn ich was scheiße finde, schreibe ich es. Allerdings schreibe ich es konstruktiv, weil im Endeffekt ist ja das, was ich schreibe, auch eine Rückmeldung an die Marke. Das heißt, wenn ich hingehe und sage, zum Beispiel, der Lidschatten hat eine sehr tolle Farbabgabe, aber er ist meiner Meinung nach zum Beispiel zu krümelig. Sowas schreibe ich dann auch rein. Oder ich schreibe zum Beispiel, er könnte etwas weniger krümelig sein, als er ist. Das ist dann wieder eine Rückmeldung an die Firma. Ah, vielleicht könnten wir da was verbessern. Ich schreibe natürlich positiv über das Produkt, aber ich schreibe auch nicht ausschließlich positiv über das Produkt. Und das ist so ein bisschen was, wo ich auch wieder denke, jemand, der nicht im Blogger-Universum unterwegs ist wie wir,
könnte das ein bisschen falsch verstehen und auch mal wieder denken, so, ah, die sind alle käuflich. Und ja, das könnte wieder ein paar Vorurteile schüren. Und als Blogger ist man natürlich Vorurteilen doch ausgesetzt. Also sobald manchmal manche schreiben auf zum Beispiel auf der DM-Seite, danke, dass ich euer Duschgel durchtesten durfte, und andere schreiben dann, ja toll, die hat ja schon wieder was gekriegt und wird ja alles wieder nur positiv geschrieben und hin und her. Und das wird halt so ein klitzekleines bisschen durch den Artikel geschürt. Nicht absichtlich, denke ich nicht. Aber es ist halt so meine persönliche Meinung dazu. Vielleicht sehe ich das auch alles ein bisschen eng. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, natürlich, die Firmen erhoffen sich schon davon, dass man positiv über das Produkt schreibt und dafür wirbt. Allerdings, auch wenn es schwarze Schafe gibt, leider, die wirklich alles annehmen, was kommt, alles toll finden und es zum Beispiel nicht mal getestet haben oder es vertickern oder sonst was, die gibt es natürlich auch. Allerdings gibt es halt wirklich viele Mädels, die auch sagen, das und das teste ich sehr gerne, aber was mir nicht gefällt, schreibe ich auch rein. Und das geht halt so ein bisschen unter hier. Und ein anderer Punkt, den ich halt auch ein klitzekleines bisschen an dem Bericht zu bemängeln habe, was heißt zu bemängeln? Das ist halt nur ein Gedanke. Also der Bericht ist ja nicht schlecht. Ich will ihn auch nicht schlecht machen. Ich finde allerdings interessant, dass halt in dem Artikel überwiegend über die USA-Blogs geschrieben wird, beziehungsweise auf ein bisschen der Schwerpunkt auf den USA liegt. Und zwar zum Beispiel hier steht hier drin, dass, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es nicht falsch sage, genau, dass es gab eine Umfrage in den USA, demnach überlegen sich 20% aller Amerikanerinnen, ein Produkt zu kaufen, wenn es zuvor auf einem Blog vorgestellt wurde. Ist super interessant, allerdings finde ich ein bisschen, hätte man sich auch auf Deutschland konzentrieren können. Ich meine, es ist immerhin die deutsche Ausgabe der Cosmopolitan und nicht einfach eine reine Übersetzung der amerikanischen Cosmopolitan. Das hier ist ja wirklich ein eigenes Ding. Und das amerikanische Blogger-Universum kann man nicht mit dem deutschen Blogger-Universum vergleichen, da in Deutschland die Blogs eher klein sind. Was heißt klein, aber eher, also nicht so modisch, stylisch, überlebenswichtig wie zum Beispiel in den USA. Mit mehr Einwohnern, mit mehr Style-Issues, mit Ecken, wo Mode und Kosmetik und alles so das Nonplusultra ist, keine Ahnung, finde ich ein bisschen schade, denn in Deutschland, finde ich, ist es immer noch etwas härter, als Blog erfolgreich zu werden, als in den USA. In den USA ist einfach der Markt eher da oder das Interesse ist einfach mehr da als in Deutschland. Ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland überwiegend, also sehr, sehr viele Mädels gibt, die zum Beispiel nicht selber bloggen, aber viele Blogs lesen. Die gibt es natürlich, aber im Vergleich zu den USA denke ich, dass es hier wirklich viel auch unter Bloggern abläuft. Die natürlich im Endeffekt auch Kunden sind, ist klar. Aber ich weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen mein Gedankengang, dass die Kluft zwischen USA und Deutschland ist halt riesig, was Blogs betrifft. Meiner Meinung nach. Und hier ist es halt wirklich nicht sehr leicht, wirklich von 0 auf 100 durchzustarten. Es gibt natürlich, es braucht wirklich viel Glück, es bedarf harter Arbeit und es bedarf halt in manchen Fällen auch so ein bisschen Vitamin B. Man baut sich so nach und nach ein paar Kontakte auf, wo man dann Infos bekommt oder keine Ahnung, ob es Produkte sind oder sonst was. Aber es dauert halt ein bisschen länger als in den USA, wo halt, ich sag mal, der Konsum in den USA ist weitaus höher als in Deutschland in vielen Dingen. Das ist so mein Gedankengang. Und ja, ein bisschen fehlgeleitet ist halt wirklich auch die Annahme, dass unbekanntere Bloggerinnen auch wirklich überhäuft werden. Das ist ein bisschen, naja, hier zumindest nicht. Ich meine das jetzt nicht, weil ich zum Beispiel jetzt nicht überhäuft werde mit Produkten, um Gottes Willen. Es ist einfach nur, dass man hier als unbekannte Bloggerin wirklich etwas mehr fallen gelassen wird oder eher fallen gelassen wird als woanders. Und das ist halt, ja. Und ich rede jetzt davon, wenn man einen Blog hat, wo man wirklich viel Arbeit reinsteckt, wo man wirklich auf die Optik achtet, wo man wirklich auf Texte achtet, Bilder achtet. Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Teenie-Blogs, die verwackelte Bilder haben und schlechte Rechtschreibung oder sonst was. Das ist was, wo zum Beispiel verständlicherweise eine Firma hingehen könnte
und sagt, nein, die kann es nicht unbedingt gut repräsentieren. Oder ja, das klingt jetzt fies, aber es ist halt einfach so. Auf dem Blog ist, also hier steht auch, der Blog ist wirklich dein Aushängeschild, deine Visitenkarte und so sollte man auch damit umgehen. Und die Firmen könnten hier in Deutschland meiner Meinung nach anfangen, also ein bisschen mehr auf die ganzen Mädels, die wirklich harte Arbeit reinstecken, so ein bisschen eingehen. Und wenn es nur ist, dass zum Beispiel Mac eine Antwort zurückschreibt und sagt, hör mal, dein Blog entspricht nicht unseren Standarden, wir sind nicht daran interessiert, dir was zu schicken, das ist ja auch okay. Aber zum Beispiel einfach nicht hingehen und einfach die Person zu ignorieren, ist wirklich, wirklich fies. Und das ist was, wo zum Beispiel hier in Deutschland die Firmen wirklich noch dran arbeiten müssen, also die ganz großen Firmen. Und das ist was, was in den USA wohl besser funzt. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt eher auch mal so ein kleines Bubble-Video geworden. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das ist einfach nur mein Gedankengang zu dem Cosmopolitan-Bericht, den ich an und für sich gut fand und sehr interessant fand und wo ich mir denke, so, boah, die Mädels haben es geschafft, die sind so weit gekommen. Ich werde zwar nicht so weit kommen, aber ein Schrittchen weiter wäre schon schön. Aber es motiviert, die Geschichten der Mädels motivieren einen auf jeden Fall weiterzumachen und sich wirklich reinzuknien und zu sagen, so, komm, andere schaffen es wirklich hoch, ich schaffe es zumindest ein Stückchen weiter, schaffe ich, tschakka. Und ja, es sind halt wirklich nur so einzelne Punkte, wo ich denke, so auffassungstechnisch könnte das falsch verstanden werden. Ja, naja, gut, okay. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet was mit meinem Feierabendmüdigkeitsgebabbel anfangen. Und naja, gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!